Seid gegrüßt, ihr Lieben da draußen und recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf der Talbach. Und bevor ich mich der Mais-Saat widme, werde ich erstmal noch eine Runde zettern. Das heißt, wir werden das Gras wenden, sodass daraus Heu wird, und dafür verwenden wir heute mal den MB-Traktorbo Intercooler 900. Der ist aus dem Hause FBM, das verlinke ich euch, und der hat auch eine More Realistic XMR drauf hängen. Und hier der altbekannte Krone KWT. Der hat ebenfalls eine More Realistic XML draufhängen, und damit werden wir uns jetzt mal zur Wiese begeben. Erstmal das Türchen auf, damit wir hier schön reinkommen. Und das Türchen wieder zu. Und weil so schönes Wetter ist, wobei 6 Grad nicht wirklich schön ist, aber... Naja gut, nee, lassen wir erstmal die Scheibe zu. Das Ganze hier ist jetzt manuell geschalten. Weil klar, der MB-Truck hier... Oh, hoppla, wieso fährt sich das denn aus? Um Gottes Willen. Der MB-Truck hier hat natürlich keine Automatik oder dergleichen. So ein schönes klassisches Getriebe. Eine schöne klassische Schaltung. Und zwar der hier 4 Gänge und 3 Gruppenbereiche. Das erkläre ich euch nochmal schnell, wenn wir an der Wiese sind. Und das hier ganz normal mit dem H-Shifter vom G25 und dem Kupplungspedal geschalten. Der hat jetzt hier ein Stück weit über 100 PS. Und der ist jetzt, ich will nicht sagen als Ersatz, aber statt des Fendt 500, hoppala, haben wir jetzt diesen hier, denn der Fendt 500 ist zwar ein schönes Modell, ist ein schöner Traktor, aber ich brauche die Größe nicht. Ich habe ja den Case und den Deutz als ganz großen, und jetzt brauche ich eigentlich nur noch was Kleines, was ein bisschen über 100 PS hat, und ja, MB-Truck hatte ich sowieso mal Lust drauf. Und der hier hat auch mit der More Realistic XML ein schönes Fahrverhalten. Da kann man sich absolut nicht beschweren. Er hat schöne Funktionen, er sieht gut aus. Ich habe jetzt hier in dem Modell, das kann man konfigurieren, wenn man den kauft, noch Ausstellscheiben vorne und hinten. Ansonsten hat man vorne nichts und hinten so eine, ja, kann man die Scheibe zur Seite schieben. Aber in dem Fall fand ich Ausstellscheiben ganz cool. Darum habe ich sie einfach drin. Ja, die Gerstefelder sind mittlerweile alle gedüngt. Da bin ich mal drüber gegangen. Das heißt, wenn wir hier fertig sind mit Wenden, dann können wir eigentlich im nächsten Video uns mit der Maissaat beschäftigen. Denn da kann der Mais im Boden direkt loswachsen, weil wir dann entsprechend ordentliche Texturen, um Gottes Willen, nein, ich meine natürlich Temperaturen haben. Und da passt das. So, wir werden auf der Wiese hier entsprechend Heu machen. So hatte ich das ja auch angekündigt, oder so hatte ich es, glaube ich, auch gesagt. Macht auch mal Spaß hier zu schalten. Wenn man die ganzen Getriebe stufenlos und so weiter und so fort, wie wir im Deutz haben, sind zwar auch geil und machen Spaß, aber das hier ist mal noch ein bisschen eine andere Welt. Wo man auch mal noch ein bisschen was zu tun hat. Uiuiui, das springt aber hier hinten ordentlich. Können wir das eigentlich schon ausfahren. Und als Arbeitsgeschwindigkeit werde ich mal um die 6 km/h fahren. Beim Zettern ist man sonst nicht so schnell unterwegs. Und ich würde sagen, wir fangen wieder hier vorne an, wie man das erkennt.
und schau mal, was der MB-Truck hier so drauf hat oder wie er sich dabei macht. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Bevor wir starten, gucken wir jetzt gleich nochmal in dem Getriebe nach. Er hat also auch eine Gearbox-Unterstützung natürlich. So, und zwar, wir sind jetzt im Neutralen. Erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang, vierter Gang. Und wir haben noch Gruppen, das heißt L1, also ein kleiner Schleichgang. 2, 3, 4 bis 10 km/h. Könnte ich eigentlich so verwenden. Dann haben wir noch M1, das ist dann so ein mittlerer Gang. Geht dann bis 26 km/h. Und wir haben die Hasenschaltung im Prinzip. Geht dann bis 40 km/h. Ich würde sagen, wir nehmen L als Gruppe und L4 im vierten Gang drin haben wir 10 km/h. Das passt. Ich mache mir jetzt hier noch einen Limiter rein. Jawohl. Ich hoffe, das passt von der Leistung her. Das werden wir gleich sehen. Vielleicht fast schon ein bisschen sehr untertorig. Nehmen wir mal den dritten. Ja, das gefällt mir besser. Also wie gesagt, ich habe jetzt nicht hier für die 6 km/h entschieden, denn ich dächte gelesen zu haben, das ist die ideale Geschwindigkeit zum Wenden. Ach so, und wir könnten natürlich mal noch eben schnell hier die Ausstellscheiben aufmachen. Auch wenn es ein bisschen frisch draußen ist, aber na gut. Oh, die ist hier unten. Hören wir den Sound auch ein bisschen besser. Und er hat nämlich, wie ich finde, einen echt hübschen Sound. Berichte ich mich gerne, was die Geschwindigkeit angeht. Aber ich dächte, so wäre das optimal. Ja, und ansonsten, wenn wir hier einen Blinker setzen, ist das animiert. Blinker links, Blinker rechts ebenfalls. Wenn wir das Licht anmachen, haben wir das animiert. Und IC Control haben wir auch noch einiges am Start. Dynamic Hoses sind verbaut. Also kann man die Kabel entsprechend ordentlich manuell anschließen. Das ist schon mal eine schöne Sache. Ja, da steht noch unser Deutz rum. Ist eher auch als Tagfahrlicht und Standlicht noch an. Ja, jetzt haben wir hier auf jeden Fall ein bisschen was vor uns. Zusammenschwaden muss ich das Ganze auch noch. Aber so eine Arbeiten sind halt, also was heißt so eine Arbeiten, aber mit solchen Geräten hier, finde ich, ist die Combo hier prädestiniert, reicht der MB-Truck völlig aus. Und ich hatte mir einige kleine Traktoren angeguckt und fand letzten Endes den hier am geilsten. Ich muss ja immer zusehen, dass ich das Teil auf More Realistic habe, da ich ja nun mit MR spiele. Und die Fahrverhalten, ich hatte auch einen alten Deutz drin, beispielsweise die Case sind mir schon wieder zu groß, die International. Das Fahrverhalten hier ist ganz geil, weil der federt auch beim Bremsen so ein bisschen nach und schwankt schön hin und her. Das fand ich vom Gesamtbild her am geilsten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und so ein Teil ist auch ziemlich cool. Können wir uns dann gleich nochmal angucken, wenn ich hier ein paar Runden gefahren bin. Die Schaltkulisse hier ist leider nicht animiert. Es gibt Traktoren, da ist das animiert, aber das ist auch Meckern auf hohem Niveau. Ansonsten ist das hier alles echt super. Er hat auch leistungstechnisch absolut keine Probleme. Wir haben 0% Schlupf. Das macht er hier easy. Wie gesagt, er hat auch über 100 PS. Also ist nicht der kleinste.
Von daher war das zu erwarten. Ja, was sagt ihr zu dem Teil? Ganz cool, oder? Könnt ihr mir ja mal eure Meinung runterschreiben oder vielleicht habt ihr auch noch was anderes Cooles, was More Realistic unterstützt, beziehungsweise wo es eine More Realistic XML für gibt. Aber ich denke, vom Gesamtpaket her ist das hier schon super und werde ich auf jeden Fall auf dem Hof lassen. Wie gesagt, ne, versteht mich nicht falsch, der 500er Fan ist auch toll. Aber, oh. Na nun. Hier trifft jetzt ein bisschen weg auf der Anhöhe. So, ein bisschen langsam machen. Also immer wohl doch ein bisschen zu schnell hier. Oder was ist das Problem? Das hatte ich so bisher noch nicht bemerkt. Warum der hier so wegdriftet? Sehr merkwürdig. Das hat er ja noch nie gemacht. Das hat er anscheinend wirklich mit der Anhöhe zu tun. Oh, ja, ich finde es super. Wir können uns mal jetzt hier noch ein wenig die IC-Control-Möglichkeiten anschauen. Na klar, soll ich das Infofenster dazu vielleicht auflassen. Das hier ist Motorhaube öffnen, schließen. Hier hinten können wir, das ist jetzt natürlich nicht aktiv, aber die Aufnahme dort hinten für Gewichte etc. pp. Öffnen und schließen. Wir können hier die Spiegel ranklappen, wo ich gerade sehe, dass das eigentlich ganz geil ist, weil dann habe ich die natürlich den Zeta besser im Blick. Oder den Zeta. Scheibe öffnen, schließen. Auch hier Tür sowie Scheibe öffnen und schließen. Moment, jetzt muss ich mal ja eben kurz... rein. So, wir können hier den Sitz öffnen und schließen. Wir können auch hier drüben die Tür und die Scheibe öffnen und schließen. Und wenn wir noch irgendwelche Art Ladewagen dran haben. Moment, so. Silo King Terminal und so weiter, dann hat man da noch die Paneele dazu. Kann man hier oben noch was machen? Ja, sogar die Dachluke öffnen und schließen. So. Da sind so im Wesentlichen die Funktionen des MB-Trucks und die sind natürlich völlig ausreichend. Wahrscheinlich könnte man ja auch sogar mit einem kleineren Zetter arbeiten, aber ich finde das schon okay, so wie es ist hier. Und dann noch ein bisschen rüber. Können uns das Ganze mal ausnahmsweise von außen noch anschauen. Wir sehen ja auch den dynamischen Auspuffquallen. Auch mit einem Start. Ach, die Blinker sind schick. Ja. Alles in allem tolles Teil. Macht auf jeden Fall auch Spaß damit zu arbeiten, kann ich euch nur empfehlen. Gibt auch noch andere tolle MB-Trucks, auch größere.
Die sind natürlich auch nicht schlecht, aber die benötige ich einfach von der Leistung her nicht. Und auch von der Größe her nicht. Da brauche ich sowas hier. Sowas fehlte mir definitiv noch. Damit kann ich auch den Mischfutterwagen bedienen. Ich brauche auch ein bisschen Leistung. Oh, Frontladeraufnahme haben wir vorne auch. Entsprechende Konsole. Jo, da ist einfach an alles gedacht. Da bleibt kein Wunsch offen. Und für meine Verhältnisse bzw. für die Aufgaben, die ich so für so einen kleinen Traktor habe, ist das halt auch perfekt. Ne? Ja, wir können damit streuen, sprühen, können wir damit, denke ich mal, auch. Also das können wir definitiv. Mähen jetzt sicher nicht, da brauchen wir was Großes, aber also was Größeres. Aber ja, eventuell kann man, wenn man das mag, damit auch Holz rücken. Ich bin jetzt hier nicht der große Forstmensch, aber irgendwann werde ich definitiv auch mal darauf zurückkommen. Nur jetzt im Moment nicht. Ja, aber bevor ich jetzt hier noch langsam meine Bahnen durchschleiche, würde ich sagen, gucken wir uns das Gefährt noch mal ein bisschen an. Und dann soll es das hier auch schon wieder gewesen sein. So sieht das Ganze aus. Ich finde von Texturen her wunderbar. Hier an der Zapfwelle vorne ist ein bisschen komisch. Aber naja, die Reifen sind auf jeden Fall mega gut, die Felgen auch. Rutscht er hier ein bisschen? Nö. Das ist auf jeden Fall ein echt schickes Gefährt. Und hier sieht man das auch, die Dynamic Hose. Es zappelt jetzt hier ein bisschen, das ist aber nicht, glaube ich, mehr am Zetter als an allem anderen. Die sind auch ordentlich angeschlossen, zumindest, wenn das nicht so hin und her wackelt. Passt also auch, kann man hier auch nochmal demonstrieren. Ne? Kann ich die Kabel abmachen und wieder dran machen. Passt. Tippitoppi, ja, Freunde, ich würde sagen, das war's erstmal für dieses Video. Wir sehen uns im nächsten Video zur Maissaat wieder. Und ich muss mal gucken, ob ich nicht vielleicht wirklich den Zetter austausche, weil irgendwie macht er mir hier einen relativ unruhigen. Na, mal schauen. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und natürlich auch bei allen anderen Videos. Schreibt mir gern in den Kommentaren, was ihr so loswerden wollt zu dem Thema hier, zum Video oder zu was auch immer. Freue ich mich immer drüber. Bis dahin, Freunde. Macht's gut. Tschüss.